Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Modding-Video für die M9A3 Beretta. Ich wurde in einem meiner letzten Streams gefragt, wie man denn die M9A3 Beretta, ich nenne sie jetzt einfach Beretta, wie man die Beretta so moddet. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt mal eine. Das ist so meine Lieblingsweise, die Beretta zu modden. Ich habe auch selbst vorher schon mal nach Videos und sowas geguckt, aber da wurde nur gezeigt, wie sie gemoddet aussieht, zum Beispiel, und nicht, wie man sie moddet. Und deswegen will ich euch das jetzt mal kurz zeigen. Es ist eigentlich nicht schwierig. Die Parts, die wir brauchen, habe ich schon gekauft hier. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Es ist ein Osprey 9x19mm Suppressor. Ein RMR, einfach weil ich das RMR ziemlich cool finde und weil ich von dem weiß, dass es auf die Beretta drauf geht. Das RMR benutze ich zum Beispiel auch bei meinen SKS. Habe ich das oben auf dem ACOG-Visier drauf. Also ich mag das RMR sehr. Und ja, dann ganz wichtig, das ist eigentlich eins der wichtigsten Parts. Das ist dieses SMM9. Side Mount M9 Rear Side Bearing. Das könnt ihr bei Peacekeeper, wenn ihr da auf Stufe 2 seid, könnt ihr das kaufen. Das war das, was mir die ganze Zeit Kopfschmerzen bereitet hat, denn ich wusste nicht, wie ich das Visier auf die Beretta drauf bekomme, ohne hier so einen komischen Bügel drum zu haben. Und also der geht sozusagen an die unterste Schiene und macht einfach einen Wrist-Adapter hier oben drauf. Und ich will das Visier hier haben und nicht dort. Genau. Dann fangen wir mal an. Schalten wir das hier mal alles ein. Als erstes machen wir den Schalldämpfer dran. Ihr habt hier vorne so einen. Der schützt sozusagen das Gewinde. Das könnt ihr auch abmachen. Also es hat keinen Zweck. Dann machen wir den Silencer dran. Eigentlich ganz einfach, ne? Hier unten machen wir das XC100 dran, einfach weil ich das XC100 für Pistolen am besten finde. Ne? Ich benutze, ich weiß auch nicht mal, ob es ein größeres Magazin für die Beretta gibt, aber ich denke 17 Schuss sollten reichen. Also mir reicht es immer, um jemanden zu killen, wenn ich ihn dann treffe. Ne? Das ist auch wieder so das Ding. Genau, ganz wichtig, hier oben muss die Kimme ab. Kimme ersetzt ihr mit dem SMM9. Dann habt ihr hier eine, ich glaube, 22 oder 23 mm Picatinny Rail. Dort drauf setzt ihr das RM33. Das ist das Low Profile Mount für das RMR. Und darauf sozusagen dann das RMR. Das war es auch eigentlich schon. Mehr haben wir da eigentlich nicht zu sagen. Natürlich könnt ihr hier jetzt auch ein anderes Licht dran machen, ne? Also das ist eigentlich beliebig, wie ihr wollt. Es gibt auch noch einen Schalldämpfer, der ist rund. Also da weiß ich aber nicht, wie bei ihm die Stats sind, weil ich nicht weiß, was es für ein Schalldämpfer ist. Wir können ja mal kurz gucken, wie jetzt hier die Stats sind. Wir haben 65 Ergonomie, Accuracy. 0,284. Sighting Range ist natürlich nicht so groß, ne? Ist eine Pistole, sollte auch nicht so groß sein. Vertical Recoil 469. Horizontal Recoil 255. Massive Velocity. Was labert der hier mit dem Lächter? Was laberst du? Hast du überhaupt gelernt? Hab ich immer zu dem gesagt. Ich hab gerade 7 Stunden gestreamt, also deswegen, ne? Bin ich ein bisschen kaputt. Ja. Es ist meiner Meinung nach, also ohne den Schalldämpfer jetzt zum Beispiel, einer der besten Einsteigerwaffen. Denn sie macht sehr viel Schaden und lässt sich dafür ziemlich gut handeln. Ja, der Schalldämpfer ist eigentlich sozusagen fast das teuerste. Obwohl das RMR, das könnte noch teurer sein. Ja. Ich werde euch dann am Ende nochmal einblenden, wie viel die ganze Waffe insgesamt kostet, das heißt der Schalldämpfer, bei mir das X400, das RMR plus
den RMR Low Profile Mount und den normalen Mount und Munition werde ich nicht mit einberechnen, weil da ist ja unterschiedlich, welche Munition ihr nehmt. Genau, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und geholfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ja, guckt auf Twitch vorbei. Da kommen momentan tägliche EFT-Streams. Wir haben immer viel Bock und es sind auch witzige Szenen dabei. Also ja, bis dahin, haut rein. Ciao.